Ich sende heute viele Grüße aus Brüssel. Wir hatten heute Morgen Plenarsitzungen gehabt. Heute Mittag geht es weiter. Kurze Unterbrechung. Ich hatte heute Morgen ausführen dürfen. Eine Minute Redezeit ist natürlich viel zu knapp angesichts der wichtigen Angelegenheit. Es liegen also die Beschlüsse des Gipfels vom Wochenende am Tisch. Der Rat hat seine Schlussfolgerungen in 70 Seiten verfasst. Wir konnten da eingehend, also noch nicht eingehend, sondern punktuell nur prüfen. Es zeigt sich, dass hier der Rotstift in erheblichen Bereichen, die die Menschen direkt betreffen, wie Erasmus Plus oder im Bereich der Forschung, im Gesundheitswesen, massiv geschwungen wird. Auf der einen Seite schafft man 750 Milliarden Volumen, um aus der Corona-Krise oder die folgende Corona-Krise zu bekämpfen und aus der Corona-Krise herauszukommen. Auf der anderen Seite streicht man direkt wichtige Sachen für die Menschen. Ich hatte schon im Parlament bei meiner Rede, Sie können Sie sich ja anhören, schon deutlich ausgeführt, dass ich am Wochenende schon natürlich den Gipfel verfolgt habe. Und ich war sehr erstaunt, dass hier Regierungsvertreter sind, die in ihr Amt gewählt worden sind und denen nicht klar ist, dass im 21. Jahrhundert europäische Nationalstaaten nicht die Macht haben und nicht das Gewicht haben, in dieser globalen Welt alleine zu überstehen. Und solche Krisen kann man schon gar nicht alleine meistern. Das heißt, das geht nur zusammen. Und was die da abgeliefert haben, im Grunde genommen, fand ich nicht gerade so prickelnd und war auch nicht zeitgemäß. Und die haben den Blick auf den Menschen völlig dabei vergessen. Der Applaus für die systemrelevanten Berufe, für die Krankenschwestern, für die Krankenpfleger, für das Dienstleistung, für den Handel, für das produzierende Gewerbe, der Applaus an die Leistungsträger unserer Gesellschaft und der Applaus an die Familien, die die Leidtragenden dieser Krise sind, der ist schon längst verhallt. Oder hat die Regierenden gar nicht erreicht. Wir finden nicht einen Punkt zur Stärkung der Menschen vor Ort. Wir finden nicht einen Punkt zur Stärkung der Familien. Wir fordern das Kinderkostengeld, um direkt hier den Geldkreislauf in Schwung zu bringen, um diese Covid-19-Krise entsprechend auch als Chance zu begreifen und zu nutzen und Europa endlich an den Menschen auszugestalten. Und all das fehlt. Und da muss man sich wirklich fragen, wer hat diese Leute in ihr Amt gewählt, dass sie sich da hinsetzen 4 Tage lang und dieses zustande bringen. Dass sie sich überhaupt geeinigt haben, ist ja schon ganz nett, aber doch nicht so. Also wir werden darum kämpfen, dass das Ganze nachgebessert wird, dass endlich die Familien auch Berücksichtigung finden in der Finanzierung der Covid-19-Krise und dass wir Europa an den Menschen ausgestalten.